weil es ja eine Sequenz ist, aber nee, ist nicht. Und somit hatte Nee, ich halt auch keine Zeit mehr, mich zu heilen. Wo bist du? Ah, es hat wieder das Ding oben dran. Achtung, Achtung, Wetter, Wetter, Wetter! Du machst gerade kaputt jetzt. Tatsache. Du bist auch oben? Wir sind alle oben. Weil ich trete jetzt mal die Leiter darunter. Damit ich auch wieder hochkomme, beziehungsweise du. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt als erster das QTE macht. Soll ich? Willst du? Ach, man kommt. So, du Mistvieh. Dann schieß mal drauf. Sniper weg. Schon wieder down. Ja, sieht gut aus. Hey, mein Und Kleiner. Hier? Das ist die Nummer 1. Hallo, Sherry. Schön, dass du hier runtergekommen bist, aber du hättest oben bleiben können. Wir kommen hier hinterher. Ich bring dir auch hinterher runter. So, dann komm mal wieder her. Gib mir dein Patschehändchen. Und hier folgt die Nummer 2. Nummer 2. Lass mich schneller nachkommen. Eigentlich ziemlich doof, dass die zwei NPCs nicht auf jeweils einen von uns aufgeteilt werden. Wow. Da habe ich gerade noch einen Laser gefunden. Komm, Patschehändchen. Patschehändchen, habe ich gesagt. Und alle guten Dinge sind drei. Stirb! Stirbt es? Ja, es stirbt. Gut. Das wäre geschafft. Schnappst du dir die Erfahrungspunkte? Nein, ich muss aber auch erst runter. Danke. Du hast mich schon wieder umgetreten. Ich dachte, das wäre Sherry. Seid ihr eigentlich... Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen die Geschütze zerstören, das muss Finn machen jetzt so da schnell. Ja, aber der hat jetzt ja kein BOW mehr, was ihn verhindert. Eigentlich schon. Wir müssen hoch und dann auf der anderen Seite runter. Sauber, Finn. Ach ja, Sniper. Ich glaub nicht. Na komm, runter. Ja. Ja, wir haben alle Zeit der Welt, Finn. Erfahrungspunkte. Der Sniper schießt durch. Ne, da ist irgendwo noch ein anderes Mod. Nein, da ist ein Sniper, dessen Gewehr durch die Wand durchschaut. Okay. Ich bin gerade im Tunnel ein bisschen erkunden. Ach so, okay. Weil ich kümmere mich hier oben gerade drum. Wow. War vielleicht doch nicht so ganz klug. Mal her. Will ich nur gucken, ob Ach so, das ist Jake.
Jake, Sherry? Die sind ja auch doof. Das sind halt schlaue Leute, ne? So kommen wir hier nicht durch. Was schießt du eigentlich, Finn? Oh. Oh! Das ist jetzt genial. We met. Well, you jarheads all look the same to me, pal. Sorry. You've got to be kidding me. Oh, der Chris muss dann den Pierce zurückhalten. Ja, Stimmungsschwankungen. Da hat jemand Erdbeerwoche. We're crazy for letting him walk away. How many men have we lost to mercenaries like him? It's not our problem. Can't lose sight of the BSA's mission. Tja, nur Co-Captain halt, ne? To fight bioterrorism, sir. I know what we're here for, Rocky. Das ist sehr nett gewesen eben, oder? Da hat weißt jemand Erdbeerwoche. Aber weißt du jetzt, was ich meine mit Thema? Ja, weil die Szene kenne ich gar nicht. Aber mit Thema Finn und Pierce halt, ne? Ja. Gehst du jetzt essen oder wie? Ja, ich guck mal kurz. Also müsste die Mission vorbei sein, wa? Also ich gehe jetzt nicht holen, ist ne Kartoffeltaschen. Bis gleich. Juhu. Na nö. Ich hab aber auch so nichts mehr an Heilung, ne? Scheiße, ist das rar, was ich hier hab. Klack. Ja. Scheiße. Leichter Munitionsmangel. Alter, was ist denn hier passiert? Warte, sind das alles Kokons? Okay, spread out. Search this place top to bottom. Scheiße, ja. Are these people? I'm picking up life form readings. It's like they're in containers. So, einen Moment. Warte, muss wieder Kopf. Achso, das ist der Boden, der so kalt ist. Over here. I'm getting a reading on the other side of this door. Tobi? Ja. Ich bin wieder da. Everyone else keeps searching out here. HQ. Three of us are splitting off from the group. Wenn ihr irgendwelche Sachen zum Einsammeln habt. Nee, leider nicht. Ah, hier waren eigentlich Sachen zum Einsammeln. Ah, ich vergaß. Ich bin nicht Schlangensymbol. Wo? Bist du? Oh, da. Warte mal kurz. Oh, lecker. Wo bist du? Guck mal, wenn du ganz nach rechts gehst. Ah ja, warte mal, ich muss noch mal. Komm mal runter. Einmal kurz. Ein theoretisch müsste man auch. Komm mal runter. Bin unten. Ganz nach rechts. Ah, da. Den habe ich noch nicht. Siehst du mal. Warum ich liebe die Dokumente, die damit freigeschaltet werden. Tut mir leid. Ja, ich lese mir das irgendwann mal durch. Na doch, ich bin immer neugierig. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich merke gerade, wie behindert Chris läuft. Du musst dir das mal von oben angucken. Kamera auf die höchste Stufe stellen und dann laufen. Und das mit einer Pistole in der Hand. Und wir gehen da ran und er tritt die Tür auf. Hast du mitgekriegt? Sinn? Ja. Oh, gleich kommt Ada Bübü. Oh, die falsche.
Ich steh sogar schon da, guck. Ich stehe hier nur so. Das war gerade so logisch, weißt du? Ich stehe da so. Sie schaut dich an. Ich stehe immer noch. Sie schaut dich an. Du rennst um die Ecke. Sie haut ab. Ich bin halt ein echt gefährlicher Typ. Du solltest übrigens zu mir kommen, ne? Ja, ich habe nur einen anderen Raum schon was. Weil hier gibt's schon viel Money. Zumindest für mich, weil ich überhaupt keine mehr hab. Ja. Brandgranate. Und in welchem Raum warst du? Ein Nehmann. Ah, in der Toilette. Ah, genau. Die genauso verranzt aussieht, wie man es erwartet. Die sieht halt wirklich genauso aus, wie man eine Toilette in dieser Art und Zeit denkt, wie sie aussieht. Dringend. Dings. Scharfschützengewehr. Man hat ja nur als Aider einen Kampf gegen die falsche Aider, ne? Nee, stimmt nicht ganz. Wir haben auch eins, weil wir die falsche Aider stößen da ja runter. Und dann kann ja erst die echte Aider gegen sie kämpfen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann's mir wir vorstellen. Denken ja vorher schon, wir haben sie getötet. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, ich bin jetzt selber noch nicht durch. Kann auch sein, dass wir sie einfach runterschubsen. Und dann nur sehen, dass sie stirbt oder so, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht nicht runterspringen sollen. Bin mir nicht sicher, wo ich das angreifen soll. Am Rücken. Denn von vorne ist es gepanzert. Achtung. Da schlüpft noch eins. Oh. Das war jetzt wieder so schlau. Hast du gerade eine Blendgranate geworfen? Keine schlechte Idee. Das zweite Mal. Da. Ah, jetzt kann man es komplett angreifen. Ja, bitte. Hui, das war knapp. Oh, weg hier. Sie mir mal verraten, wie wir das töten sollen? Was ist denn das? Vor allem, wenn man so ein Pech hat wie ich und nie Munition und Dings findet und Heilung. Mit nie meine ich wirklich nie. Kannst du das attackieren, so, wenn es so down ist? Ich will es nicht ausprobieren. Probier es einfach. Ah, ist egal. Das ist rot. Ich krieg das hier rumlaufen, hier liegt überall Munition. Ich krieg immer nur Erfahrungspunkte. Nein, aber hier lag auch richtig Munition. Ja, die habe ich schon aufgesammelt. Und bereits verballert. Wie suchen Sie das Rad raus? Danke. Also zufällig ein Erste-Hilfe-Spray oder irgendwie sowas?
Eins noch, komm her. Obwohl, nee, warte mal, ich hab grad Kraut gefunden. Oh, Munition. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Erstes Hilfespray bist du voll, aber ich bin auch voll. Ja, eben, weil du voll bist. Mach lieber Kraut, ja. Grau, mach lieber Grau, ne? Ja, mach ich. Ich hab dich rein gar keine Munition mehr fast. Also für meine normale, ich brauch wieder rote. Also Standardmunition brauch ich mal wieder. Kann ich das untersuchen? Nee. Oh nein, ich weiß, welche Szene gleich kommt. Yes. Ich kann einfach jedes Heilkraut nehmen, was ich kriegen kann. Ist hier noch irgendwo, lag noch was rum? Ich hab grad noch was gefunden, ja. Ach, Heilkraut, ne, ich brauch mal die Zünden. Ich dachte, du hast eine Kiste oder so aufgemacht und da lag das zufällig drin. Hier ist noch was. Oh ja, rotes Kraut! Oh ja, rotes Kraut. Blendgranate. Hier, da wo ich stehe. Okay, ich brauche aber rein gar kein Kraut, ne? Ah, ist blöd, ich habe mein Gesundes jetzt schon in den Behälter verlagert. Schrot. Noch mehr Schrot. Warum können wir das eigentlich immer noch mixen? Was? Warum können wir Grünes und Rotes immer noch vermischen? Na, da kommt mehr raus, da kommt sofort 6 raus. Du kannst auch Grün, Grün, Grün machen, dann sind auch 6. Ah. Aber Rot, Grün sind sofort 6. Ach so. Ah, oh, jetzt kommt Ada Bildchen. Spritzen? Vor allem die falsche Ada. Bis sehen wir. See the cavalry's here. Who are you? I work here. My name's Ada Wong. They held me hostage. C-virus. That must be what's coming. Touch Ada. Who's Ada? Yeah, I heard them say something about that. What else did you hear? Maybe you could put your guns down. Not until you give us a reason to. Neo Umbrella. New Umbrella. The organization supporting the guerrillas. Or at least I think that's what they were calling themselves. So the C-virus came from them. That's all I know. Thank you. We appreciate your cooperation. Finn. Finn. You're in charge of keeping her safe. Yes, sir. Yes, sir. Keep an eye on her. Will do. Chris vertraut Finn nicht. Nö, der will einfach, dass zwei Leute auf die aufpassen. Und da Finn na, der Amateur ist und Pierce einfach ein erfahrener Co-Captain. Abgesehen einfach noch mein Co-Captain ist, würde ich in den natürlich auch ein gewisschen mehr Vertrauen reinsetzen, was Kampftechniken und alles angeht. Du hast grünes Kraut verpasst. Wo? Ja, so weit war ich noch gar nicht. Achso. Stimmt, da kommen direkt 6 raus, hast recht. Weil, das war ja früher ganz anders. Mhm. Das weißt du auch von Resi 5 her. Mhm. Übrigens, wenn man Resi 5 gespielt hat auf der PS3, kriegt man auch ein Abzeichen bei Resi 6 ja, hier, ne? Das hab ich dann ja schon bekommen. Neugierig. Neugierig? Hm? Heißt das echt? Okay. Alles klar, Chef. Vor allem, die haben obwohl so einen Helm. Obwohl du gar nicht der Captain bist, aber okay, ich glaube, wir werden auf dich. Ada? Ach, wo bleibt denn Ada? Die läuft wahrscheinlich Ada, richtig beweg gemütlich. Ada, beweg dich! Nicht schießen, bewegen! Wow, das war knapp. Your friends are having a hard time. Ma'am, please, just try to stay out of the way. Und finde es noch voll nett zu der. Oh, scheiße. Was ist das denn bitte für eine Medusa? Sie ist das?